Tür zu, es sieht. Oh, ha, da ist gerade ein Eichhörnchen gelaufen. Das ist so süß. Okay. Wir machen mal ganz kurz die Truhe zu, um mal eben schnell die Preise zu vernichten. Okay, go, dann ab in den Kabelschacht. Back to our roots. Du laufst noch nicht vor. So, was war jetzt noch eine schöne Nadel? Letzten oder? Au! Ein Haufen dreckiger Spritzenkanülen. Mhm. Wer wirft denn sowas weg? Na, jetzt ist doch vollkommen unsinnig. Alles fit? Und wie? Mir ging es nie besser. Danke für alles, Rufus. Kein Problem für mich. Aber noch sind wir nicht in Elysium. Lass uns beeilen. Oh ja. Okay, schauen wir mal. Oh! Der Organon. Oh oh. Es sind Argus und seine Beamten. Schnell in Deckung. Also, wir suchen nach einem Deponianer und einer großgewachsenen Elysianerin. Wir haben ihre Spuren gefunden. Wir wissen also, dass sie noch in der Nähe sind. Hm. Wenn ihr sie findet, ergreift sie. Die Elysianerin darf nicht eliminiert werden. Der Deponianer hingegen schon. Hast du das gehört? Tja, ich bin denen wohl zu gefährlich. Hm. Wieso? Ist er etwa zu gefährlich? Nein, keine Sorge. Er ist einfach nur im Weg. Oh. Also vorwärts. Sie sind noch irgendwo auf dem Gelände. Behaltet das Tor im Auge, damit sie uns nicht noch entwischen. Ha. Ha. Die wissen offenbar nicht, mit wem sie es hier zu tun haben. Halte dich im Hintergrund. Ich werde denen jetzt mal zeigen, was es heißt, im Weg zu sein. Schnapp sie dir, Tiger. Irgendwie recht süß, wenn sie das so sagt. Aber das ist ein anderes Thema. Hä? Okay, ich habe die Zuckerwatte, den Strom. Ja, das wäre super krass. Aber wenn ich schwimme, sehen mich die Wachen. Und zum Tauchen fehlt mir die Ausrüstung. Dann nehmen wir einfach den Strohhalm als hier Gluck-Gluck Luft und so, weißt du? Ich hoffe, Gold passt gut auf. Das hier werde ich nämlich nur einmal machen. Hm. Ja, süß. Ab in den Kofferraum. Das ist gut. Ich spare mir meine telekinetischen Kräfte lieber für später auf. Aber man kommt doch hier mit... Ich... Rufus. Oh, was war das? Hast du das auch gehört? Klang ziemlich erbärmlich. Ja, hab ich. Naja, ich glaube nicht, dass wir uns vor einem Tier fürchten müssen, das solche Geräusche macht. Wahrscheinlich ist es behindert. Mist, solange das Verdeck zu ist, kann ich hier drin nichts erkennen. Okay, dann vielleicht hier Ich spare mir meine Telek... Ab ins linke Fenster. Und da komme ich auch an die Kurbel ran, hoffe ich. Yay! Ab durchs Lamentfenster gucken. Weil so komme ich nämlich auch an die Gabel ran. Bester. Ich spare mir mal. Können wir jetzt so ein Motor haben oder was? Das war ja ein Fuß. Au! Solange das Verdeck zu ist, kann ich hier drin nichts erkennen. Ich gehe mal zurück zum Lamellenfenster. Guck mal, ob ich. Die Haube wird von diesem roten Ding da aufgehalten. Mehr kann ich nicht erkennen. Hm. Es ist gerade recht interessant. Boah.
Was für ein Chaos. Normalerweise ist die Hupe doch auf der Motorhaube. Und nicht zwei Autos weiter. Aha, das markerschütternde Hupen wird sie betäuben. Was uns zu Plan B bringt. Aha, was uns zu Plan... Gut. Ab zum Lamellenfenster. Ich spare mir meine... Ich habe jetzt aber auch außer der Gabel jetzt... Was ist passiert? Au, oh, solange das Verdeck zu ist, kann ich hier drin nichts erkennen. Wieso komme ich denn jetzt hier nicht mit dem Fuß und so? Ich spare mir mal. Ja, so wird dein Schuh draus. Ich komm nicht durchs Verdeck, Mann, das ist doch... Au, solange das Verdeck zu ist, kann ich hier drin nichts erkennen. Ich spare mir meine Tele... Die Haube wird von diesem roten Ding da... Mehr kann ich nicht erkennen. Ja. Nein. Au, solange das Verdeck zu ist, kann ich hier drin nichts erkennen. Dann nehmen wir doch einfach mal die Taschenlampe. Das wäre aber, glaube ich, doch zu einfach. Au, so. Ja. Ich spare mir meine... Vielleicht, wenn ich die wieder ins Hingefasse gehe? Nein. Nein. Na, doch. Ich spare mir meine... Au! Haha! Was uns zu platt... Ich spare mir meine... Ganz schön und hell könnte am Kerl... Die Haube wird von die... Mehr kann ich nicht... Die zweite Datas... Nee. So wird das nichts. Hier ist es hell genug. Nur zwei? Das ist ja geradezu eine Beleidigung. Nur zwei? Das ist ja gerade... Ich spare mir meine Tele... Kann ich gleich mit... Golden... Sie ist zu weit weg, aber ich kann ihre Lippen lesen. Du schaffst das. Selber Schlappschwanz. Sie ist echt heiß. Sie passt zu mir. Ich spare mir mein... Die Haube wird von diesem roten Ding da aufgehalten. Mehr kann ich nicht erkennen. Aber wie soll ich es machen? Au! Sag mir, Spiel, wie soll ich es machen? Nein.
für ein Chaos. Normalerweise ist und nichts weiter. Ich spare mir die Haube. Mehr kann ich nicht erkennen. Oh, wie kriege ich denn dieses Gottverdammte? Ich Au, solange das verdeckt. Ich spare mir meine Tele. Ich spare mir mein. Ich spare mir mein. Ich spare mir mein. Nee. Sie schimmert leicht im Dunkeln. Ich weiß nicht, ob das eine gute Idee war. Ich weiß es wirklich nicht. Au, solange das Verdeck zu ist, kann ich hier drin. Oh, das ist doch Kacke mit dem Verdeck. Wieso komme ich denn da nicht ran? Kann ich vielleicht die Gabel? Spikes oder Nieten, okay. Aber eine Gabel? Ha. Ich sollte vorsichtiger mit Go. Wer weiß? Ich brauche kein Licht. Ordne alles nach einem. Hey! What? Ich sollte vor der Wand. Ich brauche ich Ort. Hey! Ich sollte, wer weiß. Gucken wir mal ins Questlog. Was habe ich doch gemacht? Wieso habe ich hier keinen grünen Pfeil? Ja, okay, ist ja auch egal. Ist ja auch egal. Nun, zurück. Oh, wie komme ich denn jetzt an diesen hässlichen Orgeln und so weiter? Ich spare mir meine. Ich spare mir meine telekinetischen Kräfte lieber für später auf. Ah, das ist kurios. Au! Angucken kann man sich ja auch nichts. Nein. Auch nicht. Ich spare mir meine Mit der Hupe kann ich ja auch nichts machen, effektiv. Ich spare mir meine Telekinese. Die Haube wird von diesem roten Ding da aufgehalten. Mehr kann ich nicht erkennen. Sie ist zu weit weg, aber ich kann ihr. Du schaffst das! Selber, Schlappschwanz! Ich glaube, beim Lippenlesen müssen wir noch so ein ganz klein bisschen üben, Rufus. So ein kleines, großes bisschen. Krieg ich denn dieses. Die Haube wird von diesem Rot. Mehr kann ich nicht erkennen. Ist das schon echt? Sie ist, aber ich kann. Du schaffst es. Sie, aber ich. Sie ist zu weit weg, aber ich kann. Du schaffst selber. Sie ist echt heiß. Sie passt. Kann ich nicht einfach mit. Ja, keine Ahnung. Jetzt mit Goal mich bewegen oder so? Das wäre zumindest einfach und so. Und so. Ich glaube, ich werde mal ein bisschen aus der Röhre gucken. So, mehr oder weniger. Aha! Das markerschütternde Hupen wird sie betäuben. Was uns zu Plan B bringt. Und was Plan B ist, das erfahren wir dann wahrscheinlich erst in der nächsten Folge. Wenn ich hier es schaffe, irgendwie rauszukommen. Wünsche mir Glück, wir sehen uns bis dahin. Tschüss.